Herzlich willkommen zu der Jubiläumsfolge von Factorio. Wir sind jetzt mittlerweile in der 100. Folge. 100 Folgen Factorio. Der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Wir sind jetzt Staffel 1 sind wir jetzt immer noch. Genau. Projekt gestartet am 21.10.2015. Das heißt, wir sind jetzt ein gutes Dreivierteljahr an dieser Map dabei. Und das ist einfach noch der Wahnsinn. 260 Teile. Los, wo sind die Bauarbeiter? Mach das Ding da weg. Ich muss hier vorbei. Ah, da kommen sie. Und müssen sich jetzt genau jetzt müssen sich alle aufladen. Macht doch mir erstmal den Weg frei, Leute. Ich glaube, die wollen mich ärgern. Alles andere wird abgebaut, nur vor mir nicht. Geht doch. Stopp, wir müssen hier runter. Einmal kurz Richtung Stromversorgung im Süden. Mist. So, hier haben wir jetzt alles weg. Nein, Meter zurück. Jawohl, das heißt, es ist nur noch der Strompark da oben. Und da begeben wir uns jetzt hin und bauen das Gerät einmal so richtig aus, dass wir die geplanten etwa 100 Megawatt tagsüber vom Dings erreichen. Also dass die Stromversorgung, die Dampfturbine nicht mehr über 100 Megawatt tagsüber produzieren müssen. Die liegen jetzt bei 137. Warte mal, das heißt, dieses Blueprint hat immer drin 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das kommt ungefähr hin. So, die zweite Reihe jetzt hier oben rangesetzt. Und die ist nicht ganz fertig geworden dort. Aber da ist Abdeckung, ne? Jawohl. Nein. Müssen wir mal gucken. Die nächste Abdeckung wäre hier.
Kriegen wir dort noch einen rein? Nee. Heißt, wir müssen auf eine Abdeckung von hier oben hoffen. Bis nach dort. Wo haben wir denn wieder Angriff? Ach, hier unten. Ja, alles in Ordnung. Das heißt, diese hier müssen weg. Und das sollte ich sie lieber sein lassen. Wenn wir die da oben triggern, haben wir ein Problem. Das heißt, wir brauchen hier erstmal die nächste Mauer und vielleicht ein paar weg. So, so in etwa. Wie weit kommen wir jetzt mit dem Ding hier noch raus? Wo hänge ich denn fest? Ach so, ich bin schon da. Bis nach dort. So, jetzt brauchen wir Waterbing Gun. Haben wir noch? Nein, haben wir natürlich nicht mehr. Das heißt jetzt vorsichtig erweitern nach hier. So. Mal gucken, ob wir das da hinbekommen. Oder ob wir die jetzt triggern. Ja, natürlich triggern wir sie. Wie sieht's denn aus? Oh, warte mal, da kommt auch noch gerade einer durchgelaufen. Müssen wir uns hier oben doch eine kleine Verteidigungslinie aufbauen? Habe ich eigentlich nicht vorgehabt, aber sicher ist sicher. So, wir sind jetzt bei tagsüber 127. Aber die werden auch geladen mit 4,7. Ja, ich denke mal eine Reihe noch und dann sollten wir durch sein. Da muss noch einmal gefüllt werden. So. Kleiner Stein, den kriegen wir aber auch ohne Probleme weg. So, so, so und so.
Jetzt hätte ich ganz gerne mal hier eine Kiste irgendwo hin. 917 haben wir noch. Der läuft bis dahin. Das heißt, wir müssen dann mal kurzfristig hier temporär mal hinstellen. Und können dann weitermachen. Sieht gut aus. Gigajoule Akkukapazität. Das heißt, jetzt wird hier drüben nach hier drüben müssen wir weiter ausbauen. Da kommt dann der Akkupark hin. So, gucken wir mal, auf was wir jetzt die Produktion gesteigert bekommen. Wir waren vor 10 Minuten, wir waren ja schon mal hier relativ gut dabei. Aber trotzdem im Durchschnitt 131. Das ist noch nicht ausreichend. Na, mal gucken. Ach so, hier fehlt jetzt noch eine ganze Ecke. Die Pollution soll damit natürlich auch um einiges, na, das heißt um einiges nicht, aber sollte ein bisschen zurückgehen. Weil die Dampfkessel hier unten ja doch eine ganze Ecke an Power verursachen. So, das heißt aber, ich würde jetzt ganz gerne hier unten schon mal sicherheitshalber die Mauer ein bisschen erweitern. Und in etwa hier runter gehen. Vielleicht ein paar mehr Landfills, 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 Landfills. Das weg, das, oh, das weg. So, jetzt nach und nach das ganze Wasser hier weg. Oh, da ist ja noch ein Turm. Der hat sich aber gut versteckt da. Machen wir weg. So. Wasser. Weg. Da. Mit. Oh, hier ist auch noch eine ganze Ecke. So, das heißt, ich würde jetzt ganz gerne hier unten eine kleine Verteidigungslinie aufbauen. Und dafür das alles weg.
Und dann könnten wir jetzt hier unten noch eine zweite Reihe hinsetzen, die ganzen Dings weg, und dann können wir uns hier ein bisschen weiter ausbreiten. Ja, ich denke mal, so ist in Ordnung. Aber das hätte ich ganz gerne von hier aus angeschlossen. Über so einen großen Funkturm, hätte ich es fast gesagt. So, dann kann ich das hier weg. Das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg. Hier fehlen uns noch zwei Türme drin. Und dann können wir nämlich hier vorne. Ach, hier ist es. Unser Blueprint nochmal ein Stückchen erweitern. Ach so, genau, die Masten muss ich wieder selber setzen. Heißt, der kann jetzt hier auch weg. Und der kann noch nicht weg. Der kommt nämlich jetzt dorthin. So, pflanzen wir das nämlich das Ding hier auch schon mal nach dahin, dann können da hier nämlich auch alle weg. Und auch repariert werden. So, jawohl. Ihr versucht mich jetzt daran zu kommen. Das werde ich nicht zulassen. Jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet. So, da sind die Spawner. Oh, ein dickeres Ding. Was war nur ein Spawner? Oh. Und dafür mache ich mir die ganze Arbeit oder was? So, Mauertürme, Stücke, die Geräteteile hier. Die kommen jetzt daran. Genau. Das heißt, da fehlt uns sogar noch ein Stückchen. So, das kann weg. Jetzt brauchen wir einen Blueprint. Für Akkus habe ich. So, ein Blueprint für. Oh shit. Ein Blueprint für Akkus. Dam, 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 na, da fehlt noch einer. So, neues Blueprint. Akkus. Merci. Blueprint kann wieder weg. Oh nein, Abrissplaner natürlich nicht.
So, ich hatte schon eins. Okay. So, das heißt, der Beginn von dem Blueprint ist dann auf der Höhe hier. Das heißt, wir bewegen uns jetzt runter. Und reißen schon mal den Akkupark unten ab. Dass wir auch genug Akkus haben, die wir jetzt hier oben aufbauen können. Wo war der Ausgang? Da. So, runter. Akkupark. Oh. So, du kannst weg. Muss ich halt nur mal gucken, ob wir dann jetzt hier auch noch eine Verbindung irgendwo zu haben. Oh, hier unten ist es so am Ruckeln. Und es nervt mich auch noch eine Fliege. Oh, man kann sich hier unten schon gar nicht mehr bewegen. Was? Angriff? Oh Mann. Viel Spaß, reiß den ganzen Kram hier unten ab. Ich begebe mich dann in der Zeit nochmal nach oben. Ah, ich muss hier weiter links abbiegen. Das scheint aber hier gerade ein richtig großer Angriff gewesen zu sein. Haben ja hier ordentlich zerstört. Dann machen wir da halt nochmal eine dritte Reihe hin. So, da können wir nicht reingucken. Wir müssen hier reingucken. Drei. 2,7 Gigajoule. Dafür aber, wo ist meine Kiste? ,9 noch, wie viel habt ihr hier unten noch zum Abreißen? Wenn man mal was sieht hier.
Achtung. Oh, das ist wahrscheinlich ein grüner. So, aber hier unten ist jetzt soweit alles gleich abgebaut. Das heißt, wir haben dann Platz hier oben. Also, jetzt muss natürlich hier oben die gleiche Geschichte entstehen. Nach dorthin. So, die Verbindung muss nach da entstehen. Und wie habe ich hier die Verbindung angeschlossen? Gibt es hier überhaupt schon eine Verbindung ans normale Netz? Eigentlich ja schon, ne? Also, wir kriegen eine Sicherheitsverbindung hier. Waren die tatsächlich noch nicht angeschlossen? Doch. Hier waren sie angeschlossen. Auf jeden Fall müssen hier Türen noch rein. Oder wir nehmen die Innenwand hier hinten weg. So, und ein Anschluss auf jeden Fall nach dort. Und eine Reparaturbord bitte nach hier. Wir sind bei 114, 113. Ziel ist erreicht in etwa. So haben wir jetzt wieder Logistiker frei. Roboter. Ach, falsches Blueprint. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich werde es bereuen. So, Akkupackerweiterung. Jetzt müssen wir gucken. Wir brauchen definitiv muss das Nest hier unten weg. Und das Nest. Also die Nester müssen hier noch weg. Ich würde sagen, wir fangen mit dem an. Aber erst wenn wir den Akkupack hier stehen haben. Dass wir uns auch sicher sein können, wir haben genug Speicher. Wobei 1,8 Gigajoule, das müsste theoretisch reichen. Zumal wir jetzt ja auch einen 28 Megawatt Puffer haben. So. Bauen wir mal bitte welche davon. Gehen wir mal gucken.
Lasertürme. Nichts dabei. Megawatt. Ich hoffe, da sind noch welche drin. So, 30 Minuten ist die Folge jetzt schon. Ich denke mal so 5 bis 10 Minuten machen wir noch. Dann ist die Jubiläumsfolge auch schon wieder vorbei. Ah, da haben wir noch ein paar drin. So, wieder mal weg. Lasertürme ran. Und dann schauen wir uns das hier hinten mal an. Wir fangen mit einer hinteren Reihe an. So haben wir auf jeden Fall schon mal einen kleinen Backup. Die Idee war auch gar nicht so verkehrt. Sehr gut. Ein Traum, wie gut das hier funktioniert. So, jetzt müssen wir noch zwei vorrücken und... So, weil jetzt sind wir nämlich schon dran an den Spawnern. Jawohl, das sieht schon nach Ey! Wie, woher denn das jetzt? Ach shit, ey. Das wird aber nicht so geplant. Lasertürme holen. Dann sollte ich mich auch demnächst mal wieder ein bisschen um die Forschung kümmern, weil ich glaube, wir haben jetzt im Moment gar keine Forschungseinrichtung mehr, deswegen steht jetzt unsere Forschung da oben schon seit, ach, ich weiß gar nicht, 10, 15 Folgen still. Werden wir demnächst mal machen. Shit, sie haben uns gehört. Na gut. Dann Vollgas. Na, bist du dick? Kommst nicht rum da? Mal leer. Wow. Ah, hier, warte mal, ich hab noch Fische. Erster Spawner ist weg. Zweiter ist weg, dritter ist weg.
Weiter kommen sie nicht. Dann muss ich mal wieder vorrücken hier. So, du solltest jetzt an den eigentlich auch ankommen, ne? Alles weg. Gut. Was machen wir hier unten? Sind das Spawner da unten noch? Was sind das einfach nur vereinzelte Kämpfer? Ja, pass auf, au, dann könnten wir jetzt theoretisch. Diese Linie hier abziehen. So. Und setzen. Gleich mal unsere nächsten Blueprints hier hin. Könnte, glaube ich, theoretisch gleich noch einer hinterher. Ne, dann müssen erst hier oben ein kleines Stückchen wegmachen. So. Türmchen, Türmchen. Türmchen. Hier muss auch noch einer rein. Und dafür kann der weg. Oh, ich habe mittlerweile auch überhaupt keine Roboterhangare mehr. Roboterhangare mehr. Der kann weg, der kann weg. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich so gut wie nie im System hier aufhalte. Gut, aber dann können wir das erweitern nach dort. Dann können wir das Solaranlagengerät erweitern, aber ich denke mal, unsere Bauroboter. Ne, wir haben noch welche frei. Und das mal so ruhig mal ein bisschen weiter basteln. Solange wie hier nichts rumpiept, Kollege, hier, du hast nicht mehr genug Solarpanel. So, dann reißen wir die Geschützturm-Geschichte hier auch weg. Bauen hier unten nochmal. Ein bisschen was an Akkupark auf. So. 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 So, haben wir das hier auch erweitert. Roboter 180 freie.
wird sich vermutlich demnächst gleich ändern. So, da fehlt noch. Da ist noch ein Spawner. Und da kommen die auch irgendwo her. Das heißt, wir müssen hier auch noch ein bisschen schützen. Und uns darum kümmern, dass wir das Feld, also dieses hier unten wegmachen und das Nest hier wegmachen. Und dann ist hier oben wirklich komplett für Batterien und Solaranlagen alles frei. Dann müssen wir wahrscheinlich demnächst das Eisenfeld hier noch anzapfen. Auch hier oben haben wir auch noch ziemlich große Eisenfelder. Oder hier noch eins. Wie sieht das eigentlich aus mit dem Smog? Ja, ich habe eigentlich gedacht, es geht vielleicht doch ein bisschen schneller zurück. 3,3. Ja, da kommt noch einiges dazu, ist gleich. Gut, aber damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich werde auch mal sagen, tschüss, das geht am besten. Bis zum nächsten Mal.